Das ist Quinn, das ist Manma, das ist Esel, willkommen zu Rausgerotzt. Willkommen hier zum besten Projekt auf YouTube. Willkommen zu Ausgerotzt. Wisst ihr, wer dabei ist? Esel und Quinn. Heutiges Thema, ne? Euer heutiges Thema soll gesellschaftsregelnd sein. Du alten. Und jetzt nochmal bitte laut und deutlich, um was es heute geht. Danke. Es geht um Gesellschaftsregeln und verdammte Arschlöcher, die auf der Rolltreppe immer links stehen bleiben. Genau. Okay. Das war der Aufhänger schlechthin. Ja. Ja, also ich weiß ja nicht, wie euch das geht. Ich muss jeden Tag mindestens 2 Rolltreppen nehmen, bevor ich im Büro bin. Ja, ja. Und das ist ja tendenziell so, egal wie viele Leute draufstehen, ob 3 oder 300, ne, einer von diesen Idioten schafft es immer, auf der linken Seite zu stehen. Ja, ja, das ist es. Geht ihr links oder rechts? Ja, rechts geht man. Rechts steht man, links rechts geht man. Meine ich ja. Stimmt. So geht's doch schon los. Stimmt, ja, ja. Also, wann war es ein Linkssteher? Wann war es wahrscheinlich so, wenn so eine Rolltreppe voll ist, steht der erstmal davor und muss überlegen, muss ich jetzt mich links hinstellen oder rechts, obwohl schon alle rechts am Stehen sind. Nein. Ah, ich glaube, ich muss links hin. Ja, ja. Ich muss da nach links, weil ich ja sehe, ist ja frei. Ja. Ja, genug Platz für dich. Ja. Und dein maskuliner Körper. Jetzt hier nicht gegenseitig, ne? Also Essen, das ist jetzt hier aber YouTube-Mobbing. Okay, sorry. Ich meine, wenn die wenigstens sich langsam fortbewegen würden, das würde ich ja noch verstehen. So ein altes Ömerken, die links geht, die braucht halt vielleicht einfach dementsprechend ihre Zeit. Aber du hast ja typischerweise so diese 14-jährigen Ghetto-Mädels, die unbedingt neben ihrer besten Freundin stehen müssen, um sich darüber auszutauschen, keine Ahnung. Nein. Das sind gar nicht die Schlimmsten. Das sind halt die, wenn du so eine hast, wenn man denen was sagt, dann kommst du ja an denen vorbei, weil dann bewegen sie sich normalerweise. Oder die sind halt nicht so schwer zu drücken. Was das Problem sind entweder irgendwelche fette Leute, die irgendwie sagen, die haben 80 Kilo Übergewicht, weil ihre Schilddrüse kaputt ist. Oder Schilddrüsenerkrankung. Oder irgendwie halt so alte Menschen, Halbrentner, irgendwie so 50 plus. So, die auf der linken Seite stehen. Und die auch nicht reagieren, wenn du die von hinten ansprichst, berührst, wegschieben willst. Was dann schmeißt die halt mal runter. Ja, so ist das. Wenn ich im Stress bin, dann prügel ich mich da durch, eigentlich in der Regel durch so eine Rolltreppe. Gleich durch die ganze Rolltreppe. Ja, ja, durch die ganze Rolltreppe. Ich komme dann unten wieder raus. Und zum Fahrstuhl dann immer. Na gut, jetzt kann man ja mal, egal ob jetzt dicke, Jugendliche, blonde, Mädels, Jungs, was auch immer, ich meine, es gibt ja tatsächlich 2 Arten. Das sind die schnallen, dass du vorbei willst. Mhm. Die machen Platz. Und es gibt diese beratungsrenitenten Harzer, die, wollte jetzt einfach noch das nächste Klischee mit reinbringen, die einfach konsequent da stehen. Ja, und da schiebe ich mich auch vorbei. Also da fahre ich auch die Ellbogen aus. Ja, ja. Aber ich meine, du kommst doch auch nicht schneller voran, ob du jetzt rechts oder links stehst. Ne? Das ist aber es die halt. Gesellschaft, die unausgesprochene Regel, und die war für mich schon immer unausgesprochen, bevor ich überhaupt wusste, dass es ja tatsächlich unten an der Rolltreppe sogar dran steht. Ne? Es war für mich immer durch die Norm auf der Rolltreppe klar, hey, rechts pflanzt du dich hin, wenn du Zeit hast, und links ziehst du dran vorbei. Ja, so ist es. Ja, so ist es. Nur Acel fährt keine Rolltreppen, der hat noch gar nicht viel gesagt. Ja. Ich hab's momentan nicht mehr nötig, Rolltreppe zu fahren, da ich nur noch Auto benutze. Du wirst getragen, ne? Nein, ich hab's dir gerade erklärt. Da, wo ich hin muss, gibt es keine Rolltreppen. Nicht? Nein. In die Matrix. Genau, in die Matrix. Das heißt, du hast keinerlei Situation, wo du mal über eine Rolltreppe musst. Momentan nicht. Gehst du denn nicht irgendwie shoppen im Einkaufscenter? Oder? Unsere Einkaufscenter beinhalten keine Rolltreppe. Dann bist du nicht in großen Einkaufscentern. Die ich aufsuche jedenfalls. Zum Beispiel in Offenbach, weiß ich, gibt es in der Nähe vom Bahnhof so ein großes Einkaufscenter. Ich wohne nicht in Offenbach. Ja, also wenn du mal in deiner Heimat wieder einkaufen gehst.
Ich meine, noch schlimmer ist diese Linkssteher, fällt mir gerade so ein, sind ja tatsächlich Leute, die unbedingt mit dem Kinderwagen die Rolltreppe rauf müssen, ne? Mit dem Kinderwagen oder das gibt's eigentlich ja nicht so oft, diese Kinderwagen, nein, Leute, die einen Koffer dabei haben und den ja, links und den stehen den haben. Stehen. Ja. Ist aber jetzt von einem Reisekoffer aus oder von einem Aktenkoffer? Einen Reisekoffer, so einen richtigen Reisekoffer. So ein 70 cm Ding, wo du es halt auch nicht hinkriegst, den rüberzusteigen. Weißt du, da würde ich am liebsten, wenn ich nicht selbst im Weg wäre, den Griff nehmen und den nach unten werfen. Aber ich bin ja selbst im Weg. Den Koffer oder den Typen? Beide. Also den Typen hinterher. Das ist tatsächlich was nach den Kinderwagen, was ich sehr häufig erlebe. Dazu muss man wissen, dass meine Firma direkt in Bahnhofsnähe ist, sprich die Station, wo ich morgens aus den öffentlichen Verkehrsmitteln steige, ist Bahnhof und da fahren unsere S- bzw. U-Bahnen halt unterirdisch und da muss ich mindestens 2 Rolltreppen rauf. Das heißt, Koffer sind da schon, ja, ne? Ja, und dann, ich steig jeden Tag am Frankfurter Flughafen aus. Warum? Was meinst du? Ja, weil ich da arbeite zur Zeit. Bist du jetzt doch noch Stewardess geworden, oder? Ja, klar. Der ist gar nicht so weit von meiner Arbeit entfernt, der Frankfurter Flughafen. Ich sehe immer die Flugzeuge losfliegen von mir aus. Ja. Tatsächlich mit Z. Ist eigentlich tatsächlich dieses Rolltreppenfiasko was, wo Ordnungsamt oder ähnliche Strafbehörden Strafzettel für ausstellen können? Weil für jeden Scheiß Kaugummi auf die Straße spucken oder was, kriegst du in jeder verfickten Stadt ein Knöllchen. Aber hat schon mal jemand erlebt, dass das Ordnungsamt auf der Rolltreppe für Ordnung gesorgt hat? Ja, leider nicht. Ich glaub nur, wenn du mutwillig den Notaus ziehst. Ja, eigentlich aber müsste man das nicht mal machen, ne? Wenn du siehst, dass die ganzen Pfosten auf der linken Seite stehen, einfach mal unten den Notaus genommen. Ja, stimmt. Eigentlich wäre das mal gut. Ja, jetzt seht zu, wie er klarkommt, jetzt lauft er gefälligst alle. Dann ist Domino Day. Die fallen alle nach hinten um. Mit dem Koffer so dumm. Ey, ich stelle mir gerade im Kopf vor, das ist so ein richtiger Traumanblick, wie die alle nach hinten umkippen. Richtig also, schön. Der Domino-Effekt. Der Koffer kippt auf das Ömmerken auf der linken Seite, die gerade den Kinderwagen hinter sich hat. Und ja. Ja. Das Problem bei uns ist, dass an der scheiß verfickten Bahnhofshaltestelle auch noch dauernd die Fahrstühle kaputt sind. Also so gefühlt schon seit 5 Jahren durchgehend. Das heißt, Laufen sehe ich ja jetzt gar nicht ein, ne? Naja. War eigentlich auch bescheuert, weil die Rolltreppe laufe ich auch hoch. Ja, aber das finde ich nicht so schlimm. Rolltreppen, schneller. Also ich sag mal, Rolltreppen, die im Betrieb sind, hochlaufen ist halt nicht schlimm. Rolltreppen, die stehen, finde ich schrecklich zu laufen. Das ist doch wie eine ganz normale Treppe. Nee, die Stufen sind deutlich höher bei einer Rolltreppe. Du hast einen anderen Stufenintervall. Das ist tatsächlich anstrengender, weil die Stufen höher sind. Ja. Und natürlich auch breit, also tiefer. Aber ich finde, das Ordnungsamt sollte da mal hart durchgreifen. Ja. Jeder, der links steht, direkt mal Hartz-IV-Sperre. Ja, dann wird es irgendwann keine Linkssteher mehr geben, glaube ich. Die sind also alle Hartz-IVler, oder was? Ja, das sind Hartz-IVler. Dicke Leute, die dementsprechend auch Hartz-IVler sind. Also laut Banner sind alle, die die Rolltreppe blockieren, fette, schilddrüsenkranke Menschen mit Übergewicht. Ja, aber wenn du ein selbstständiger Schichtarbeiter bist, beziehst du ja gar keinen Hartz IV. Ja, das nicht, aber so viele Leute gibt es davon ja nicht. Die tummeln sich alle irgendwo in Mittelfranken. Sagen wir einfach, es ist klischeeübergreifend. Ja. Also ich bin ja der Meinung, jetzt sind die Flüchtlinge. Oh, okay. So, jetzt haben wir auch sämtliche Klischees abgegriffen. Das Video kriegt direkt mal 3 Strikes auf einmal. Nee, also da wurde die Rassistentrommel rausgehauen. Hä, welche Rassistentrommel? Was? Ja, nein, gar nicht. Ich halte nur die Wahrscheinlichkeit, dass Flüchtlinge zum Bahnhof wollen, für sehr wahrscheinlich. Und dass ja, ich denke auch, zu 88% sind das Flüchtlinge, die dahin wollen. Es ist, ja, das ist aber auch echt was ich nicht begreife. Es gibt ja so ein paar Klamotten, da macht man sich auf Facebook auch immer mit verschiedenen Bildern und Sprüchen drüber lustig, genauso wie diese bei der Bettdecke-Knopfleiste nach oben Nummer, ne? Es gibt ja tatsächlich Leute, die schlafen so. Ja, das stimmt. Kann ich nicht, bin ich zum Kotzen. Ja. Nochmal, wie schlafen die? Also, ne, Bettbezug hat ja entweder eine Knopfleiste oder einen Reißverschluss, also das, wo du das Ding zumachst, nachdem deine Mutter die Bettdecke reingepackt hat. Ja. So, und es gibt Leute, die haben das am Hals. Ach so, das meinst du? Ja, also quasi. Der Reißverschluss und die Knöpfe gehören ans Fußende. Achso, nee, da gehöre ich zu dieser Gruppe, die halt am Hals hat. Echt? Ja. Ich achte da gar nicht drauf.
Nicht da, also wenn, ne, kommt ja schon mal vor, dass man sich hinlegt und die Decke liegt nun mal irgendwie falsch rum auf dem Bett oder so, wenn man vorher drin rumgewühlt ist oder so. Da kriege ich die Krätze, wenn das falsch rum ist. Nimm es einfach so, wie es kommt. Bei Knöpfen, ja, ich will das auch nicht. Das ist noch nicht so schlimm wie bei diesen Bezügen mit Reißverschluss. Ja, nee, ich habe immer nur solche, wo die Reißverschlüsse so ganz zart sind. Och. Wenn ich den ins Gesicht geklatscht bekomme, spüre ich das nicht. Wenn ich dir was ins Gesicht klatsche, würdest du es schon spüren. Hm. So, Okay. Gut. Ja. Was gibt's denn noch für merkwürdige Regeln? Wenn die Rolltreppen regeln, wie gesagt, für mich die Bettdeckenregel. Ja, aber die Bettdeckenregel ist ja jetzt nicht so wirklich eine Gesellschaftsregel, ne? Doch, ich finde, das ist eine Gesellschaftsnorm. Ist das so? Ja, und du verstößt dagegen. Ganz ja, ja. Klar. Also ich könnte nicht mit dir in einem Bett liegen. Nee. Ja gut, wird es auch nicht klappen, denn, weil... Es sei denn, wir haben getrennte Bettdecken. Ja, nee, das zerstört ja jede Romantik. Ja, ich glaube, ihr driftet ein bisschen weit ab. Ist das so? Darüber Wieso? Könnt ihr ja nochmal eine eigene Folge Entspricht diese Unterhaltung nicht deinen Gesellschaftsnormen, Esel? Ja, ich rede über sowas nicht. Bist du nicht, eigentlich. Achtung, integer? Oh, Fremdwort ich bin Klatsche. Kein Neger. Oh, er hat die N-Bombe gedroppt. Okay, jetzt mal zurück. Okay, wir drehen das Ganze jetzt nochmal 3-4 Minuten zurück. Rolltreppen. Ja, nee. Andere Gesellschaftsregeln, ja, da sind zum Beispiel auch so Sachen wie Lautstärke in öffentlichen Verkehrsmitteln. Oh ja, ich immer so laut, dass mich jeder hört. Ich liebe das. Vor allem, wenn ich vom Bahnhof losfahre. Ich finde es. Da drehe ich es nochmal extra laut. Ich finde es ja nicht schlimm, wenn Leute, sage ich mal, telefonieren im Zug. Oder wenn sie Musik so hören, dass man es ein bisschen hört. Ich finde es aber absolut ekelhaft, also diese Menschen sind ekelhaft, wenn die im Zug halt wirklich schreien, so untereinander, oder irgendwie, keine Ahnung, mit Mutti am Ende telefonieren, 80 Dezibel, und halt wirklich so gar nicht mehr wissen, dass da andere Leute sind. Ja, okay, sowas im Zug und im Bus kann ich auch nicht abhaben. Da will ich eigentlich, wenn, will ich meine Ruhe haben, oder wenn jemand mit mir dabei ist, will ich mich halt ganz normal unterhalten können, sodass ich nicht noch das Gespräch von jemand anderem mithören muss. Ja, ja. Zumindest sollte das Gespräch von jemand anderem nicht deins übertönen. Genau. Wenn man ja. schon sagt, wenn derjenige telefoniert, du beschwerst dich ja auch nicht, wenn sich zwei Leute unterhalten in einer vernünftigen Lautstärke. Ja, das ist es halt. Wenn die telefonieren. Manchmal finde ich das ganz interessant. Ich stelle mir dann vor, was quasi der Gegenpart immer sagt und da kommen immer ganz interessante Gespräche bei rum. Ja, nee, weil... irgendwie so eine lallende Oma da drin gab, die mit irgendjemandem telefoniert und sich über ihr Leben beklagt hat. Oder ich frage jetzt mal nach, ob das in Ordnung ist oder ob Suizid schon droht oder so. Nee, weißt du, weil ich, folgende Situation, ich fahre halt zum Frankfurter Flughafen mit Zug. Mhm. Dann sitze ich da, morgens 7.30 Uhr etwa, Pendelfahrt, ne? Ja. Dann sind da, 10 Meter entfernt, in 2 Vierer sitzen, Mallorca-Touristen. Oh, nice. Die Bier getrunken haben, ich finde eh schon, wer Bier in einem Zug trinkt, der sollte auch am besten vorm Zug stehen. Und... die haben sich über ihren zukünftigen Urlaub so unterhalten. Die haben so Das war so richtig, weißt du, wie du dir halt einen dummen Mallorca-Touristen vorstellst. Ey, wir gehen da hin, saufen uns voll und ficken, jawohl. Ja, genau so etwa war das. Und dann, die haben halt wirklich, das war richtig schlimm. Das war richtig, und das ging die ganze Zeit so. Morgens 7:30. Ja, aber abgesehen davon, dass ich finde, dass man nicht morgens 7:30 schon besoffen sein muss. Ja, das auch. Und, es war halt nicht nur diese Lautstärke, sondern halt auch dieses Niveau vom Gespräch. Dass es halt wirklich so ging, ich hol mir da eine vom Strand und dann schleppe ich die ab, dann ficke ich die im Hotel erstmal. So war das. Das waren so Zitate. Weißt du, das sind die dann 3 Wochen lang nicht aus ihrem Hotelzimmer rauskommen, weil sie Angst haben, anderen Menschen zu begegnen. Weißt du, ich hab da richtig die, ich wollte mich umsetzen. Aber ich saß, das war schon am Ende des Zuges. Ey, war richtig, und allgemein auch so niveaulose Gespräche.
Selbst wenn die in der normalen Lautstärke sind, die triggern mich auch immer richtig. Ja, das geht eigentlich. Also solange das Niveau nicht auf andere Fahrgäste übergreift, da habe ich so ein bisschen Ehrgefühl. Also was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn irgendwie, wenn du mitkriegst, dass Jugendliche andere auf dem Kieker haben und sich ja, da ja, ja, zum ja. Kunst irgendwie Hobbing. Lächerlich machen. Ja, genau. Aber wieder sind es die bösen Jugendlichen. Aber auch in U-Bahnen ist da meiner Meinung nach, oder in öffentlichen Verkehrsmitteln wird da viel zu wenig gemacht. Die kontrollieren zwar die Tickets, aber die Idioten mal rausschmeißen, machen sie auch nicht. Naja. Weil solange du ein Ticket hast, ist... das interessiert das. Die dann ja nicht weiter, wie Fahrtkomfort ist. Den gibt's eh nicht bei der Bahn. Oder bei uns gibt es so regelmäßig so U-Bahn-Razzien. Voll bescheuert, ey. Die scheiß Bahn morgen sowieso schon. Man muss dazu sagen, die Bahn, mit der ich morgen zur Arbeit fahre, wird liebevoll bei uns Orient Express genannt. Oh. Ja, wir müssen halt durch zwei, oder die fährt halt direkt durch zwei stark ausländerbesiedelte Stadtteile. Deswegen höre ich auch morgens in der Bahn tatsächlich nicht viel Deutsch. und dann ist so gegen 10 Minuten, bevor meine Tour quasi endet, machen die hin und wieder mal so eine Razzia, weißt du. Dann stürmen direkt so 6 Kontrolleure durch die Türen rein, kontrollieren alles und jeden. Und die Bahn fährt auch nicht eher weg, bis die Deppen da fertig sind. Ja. Und dann bist du morgens eh schon knapp dran. Die Bahn braucht eh stundenlang. Und dann kriegen die nicht mal auf der Kette, da vernünftig zu kontrollieren. Dann wird noch diskutiert wegen Tickets und nee, jetzt, das ist ein anderes Thema. Da kann ich mich nochmal 2 Stunden drüber aufregen. Oh. Alter, ja, Leute, die darüber diskutieren, wenn die ein Ticket nicht haben. Du hast Kacke gebaut. Selbst wenn du 100-mal sagst, ja, die Bahn fährt auch, wenn ich kein Ticket kaufe. Das ist trotzdem kein Argument. Die Bahn ist scheiße. Ja, aber ein Ticket brauchst du trotzdem. Also mich hat damals jetzt Asche auf mein Haupt, ich stand wegen Schwarzfahren schon vor Gericht. Und da meinte der Anwalt auch so, ne, wollen Sie zu Ihrer Verteidigung was sagen? Ich sag, was soll ich denn machen? Ich sag, ne, ist halt. Ich hatte kein Ticket. Ja. Ne? Es ist jetzt, war eine bescheuerte Situation. Ich musste morgens auf dem Sonntag zur Kaserne und hatte mein Ticket nicht dabei und hatte nur einen 50-Euro-Schein und finde mal so einen Automaten, der dann das Ding, Das war das dritte oder vierte Mal. Ne? Und dann sagt er, ja, wollen Sie irgendwas dazu sagen? Ich sag, was soll ich jetzt großartig sagen? Ich sag, es gab 3 Kontrolleure, die gesehen haben, dass ich kein Ticket hatte. Ich sag, bringt jetzt nichts, wenn ich da leugne und den Meineid schwöre hier oder was? Ja. Ja, aber wir sind schon wieder so ein bisschen vom Thema abgekommen, ne? Ist das so? Ja, okay. Ich hab noch was zum Zug. Bei uns in der Ausbildung, also zu meiner Ausbildungszeit, war es immer so, dass ich gegen 5 Uhr morgens immer mit dem Zug so fahren musste, damit ich pünktlich halt ankomme. Und da war im Prinzip so eine allgemeine Regel, dass um diese Uhrzeit im Zug nicht geredet wird. Weil da sind die Leute, die direkt früh zur Arbeit müssen, in die Frühschicht oder die gerade vor der Nachtschicht wiederkommen. Und die wollen halt ihre Ruhe haben beim Zugfahren. Und sobald man zu laut da geredet hat, wurdest du halt auch von den Leuten da wirklich angemacht dafür, dass du dich mit jemand unterhältst. Und da ist im Prinzip einfach allgemeine Schlafenszeit gewesen. Am Anfang habe ich mir auch gedacht, seid ihr ein bisschen am Arsch, was juckt euch das, ob ich rede? Aber dann, als ich selber angefangen habe, zu dieser Zeit zu schlafen, dann hat mich das auch übelst abgefuckt, sobald jemand angefangen hat, da so zu reden. Also sagen Sie, das kann ich in Teilen sogar noch nachvollziehen, wenn du morgen sowieso noch voll fettig und unausgeschlafen sitzt. Am schlimmsten finde ich, wenn die Leute dich dann direkt ansprechen. Ja, genau. Ja, nee, zu dieser Gruppe Menschen gehöre ich nicht, die angesprochen werden. Fields. Forever alone. Nee, also das kann ich aber noch nachdenken, wobei das ja tatsächlich so eine unausgesprochene Regelung ist, was nirgendwo in. Ne, das ist so, Schweigen gilt als Zustimmung. Ja. Dann setz dich rein, halt die Fresse, wenn du den Maul aufmachst, schmeiße ich die raus. Ja. Ja. Und sind wir damit durch? Da haben wir das. Jetzt alle so? Ja. Eigentlich schon, ja. Oder schweigen wir jetzt gerade einfach? Ja, wir stimmen einander zu. Es okay, ist also nächtliche Nachtruhe. Fassen wir nochmal zusammen. Nach der allgemeinen Ansicht dieser 3 Konstellationen hier sind Linksrolltreppensteher, also fette, übergewichtige, alte Menschen mit Koffer und Kinderwagen, die Hartz IV beziehen. Und sagen, sie hätten eine Schilddrüsenerkrankung. Genau, Schilddrüsenerkrankung. Ich möchte anmerken, dass ein Großteil der Klischees von Wanda kam, ja? Das sind keine Klischees, das sind Wahrhaftigkeiten. Oder die Knopf- Muslim- oder Reißverschlussleiste einer Bettdecke gehört nach unten, außer man möchte mit Wanda schlafen.
Und Aisel erwartet, dass man morgens in der Bahn die Fresse hält. Ganz früh. Das ist so der Kontext, mit dem wir hier rausgehen können. Ab so 7 Uhr, 8 Uhr ist schon so, okay. Vor dem fünften Kaffee bitte nicht ansprechen. Ja, aber trotzdem darf man nicht über seinen zukünftigen Mallorca-Urlaub reden. Genau, und die Urlauber sollen bitte gefälligst eigene öffentliche Verkehrsmittel bekommen. Ja. So. Gut. Dann haben wir das. Wir sagen, war wieder eine total konstruktive und wissenschaftlich untermauerte Unterhaltung mit euch zweien. Jawohl. An dieser Stelle vielen Dank an euch zwei. Danke. Und vielen Dank fürs Reinschalten. Haltet die Ohren steif und jetzt dürft ihr noch eure berühmten letzten Worte loswerden. War lustig. Das war gerade so scheiße. Okay, ich muss mir aufschreiben, dass Thumbnail kriegt ein Bann war.